Hallihallo, willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal Krankgezockt. Schön noch, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Ich kann ja gerade gar nichts zoomen hier, hallo. Ich habe mir mal die Tasten umgestellt. Ja, es ging mir eindeutig auf den Keks. Dauerfeuer. Lakanchu. Warum ist hier kein Dings? Solo-Dings drin. Solo-Schuss meine ich. Ja, da kommen wir schon in den nächsten. Wird die hier auch markieren? Ah, für die Splittergranate. Keiner von denen hochgegangen, trotz Granate. Okay, na, hier geht's ja wieder zur Sache. Ist genau das Richtige für die Leonie. Oh, oder du vielleicht? Sorry. Hamdala. Hala Bila. Ja, mir geht andauernd die Muni aus. Ja, zum Glück habe ich unendlich. Naja, nur noch die Hälfte, nur noch etwa 100 Meter. Oh, das sieht da rot aus. Rot ist gut. Nee. Doch nichts, was zum Explodieren ist. Naja. Schauen wir mal. Ist ja eh nur so ein, leider so ein Schlauchlevel hier. Nur eine Röhre. Einfach nur eine Straße. Ach, hier geht's wohl wieder 200 Meter weiter. Alter, ich stuck. Da explodiert aber endlich was. Aber wieder niemanden getroffen. Spiel hier überhaupt was Splinter Cell? Wo bin ich hier? Oh, was? Ja, ich hätte mal eine Granate gebraucht, ey. Na ehrlich mal. Hör mal. Ja, wir sind im richtigen Game. Was hat denn der hier für. Oh ne, ich wollte nicht wieder meine Stimme verändern. War noch dran gedacht. Andale, andale. Der ist diesmal weg. Genau diese roten Fässer habe ich gesucht. Das sind doch meine roten Fässer. Was ist das? What? Die Nate hat mich gesprengt. Gibt's doch gar nicht.
Ja, es ist jetzt, sag ich mal, nicht so meine Mission. Hoffen wir mal, dass es den jetzt erwischt wird. Jedes Mal geht er aus der Deckung beim Schießen. Schon blöd, wenn drei Auge machen. Was ist mal dran da? Man muss jetzt hier gedrückt halten. Wow, nicht dein Ernst. Das Knopffeuer auch. Was ist los? Naja, das ist schon was anderes hier, ne? Einfach durchmetzeln. Aber es sind wenigstens genug Checkpoints da, also. Ne? Irgendwas Gutes muss es ja geben. Oh, die treffen aber auch sehr, sehr gut. Oh, da oben auf dem Dach ist einer. Gesehen habe ich nicht. Mist. War deine letzte Kugel auf mich, mein Freund. Und man hat zum Glück unendlich Muni. Ja, wer weiß, aus welchen Ecken und Löchern die jetzt noch alle rauskommen hier. Na, mal gucken, wie das dann im normalen Game ist, ob mir das dann immer noch gefällt, aber irgendwie bleibt der jetzt nicht an der Wand kleben. Das ist schon mal was, was mich nervt. Dann sind schon mal die drei weg. Ich brauche eine Deckung gehen, dann der nächste. Ist man nämlich ganz, ganz, ganz schnell weg hier vom Fenster. Ah, ein bisschen Action-Explosion bringen hier. Jetzt haben wir noch einpennt. Erstmal Dreirad fahren. Da müssen wir rein. Wie komme ich denn da hin? Kann ich nicht springen oder was? Ja, hast du Springen verlernt, Kollege? Oder geht das mit dir eh nicht? Muss hier rum. Wie viel seid denn hier? Ich
Oh, ich hab mich doch gerade angelehnt, ja. Ja, da brauchen wir nicht Granaten, aber es gab keine mehr, ey. Sperre hier, ey. Jetzt mache ich euch von hinten fertig, Junge. Was mit verteilen? Oh, oh, oh. Schade, dass man hier nicht anpfeifen allgemein kann. Nahuna! Nahuna, Handschuh, Junge, yeah. Okay. Ja, der ist dort. Da müssen wir hin. Mir reicht es jetzt langsam. Nennen Sie mir endlich den Namen Ihrer Einheit. Wie lauten Ihre Befehle? Nix gibt's. Wo wollten Sie hin? Wir befreien unseren Mate natürlich. Wird direkt durchgeballert. Ja? Nix mit Tür auf und dann ping ping. Ja, ja. Dank mir, wenn ich uns hier rausgeschafft habe. Wann kommt die Verstärkung? Gute Frage. Basis, hier spricht Husky. Ich brauche ein Taxi für zwei Personen. Husky, hier Orford-Basis. Sie verdammter Glückspilz. Sobald wir wissen, wo Sie sind, starten wir einen unserer Vögel. Verstanden, Orford. Wir sind bei... Wir müssen los! Knallhart geht's hier weiter. Ich hoffe, der Mate macht auch was. Der Sam. Boah. Hilfe! Ja, genau das ist es. So ein Ding ist es. Ja, dann die ersten so abschießen und danach Granaten werfen und die Fässer machen. Lad nach! Ah, der da oben, ja. Hat genervt. Okay, Katzchen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie lebend rauskommen. Scheiße. Sorry, Sam. Also nicht so. Oh. Immer ein Plan B, ja? Uff. Kaski, hier Basilisk. Lebt ihr noch? Bestätigt, Basilisk. Setzt euch auf eure Ärsche. Wir sind auf dem Weg. Alles klar, sag ruhig. Wir bewegen uns keinen Meter. Hast du gehört, Sam? Da wird nichts übersprungen. Na dann. Danke, dass du zurückgekommen bist. Jalla. Ich lass doch meine Familie nicht im Stich, Sam. So was tut man nicht. Das stimmt allerdings. Diese Sache verändert es, Sam. Es war eine Veränderung, die langsam über Jahre stattfand. Jahre, in denen ihm bewusst wurde, worin die Veränderung bestand. Wegen der Sache mit Grimm brauchte Sam schnellstmöglich Informationen über EMPs und Black Arrow. Sam kam nie wegen Kleinigkeiten. Es war also eine große Sache. Blieb nur die Frage, wo man sich trifft. Wir wählten die National Mall. Öffentlicher Platz, viele Menschen, offene Zugänge. Machte es den Aufklärern schwer. Ich konnte ihnen ausweichen und Sam sie suchen, was er auch tat.
Hey Sam, ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Können. Ganz was Neues. Ich mein's so. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, blase ich das Treffen ab. Mach schon. Unentdeckt. Und Zivilisten unentdeckt bleiben. Denkt dran, Männer. Kostet nicht das Ziel, nur der Köder. Ihr wartet, bis er uns zu Fischer geführt hat. Dann macht ihr Meldung und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als ihr gucken könnt. Verstanden? Gut. Das ist dein Problem, nicht unseres. Winzige Ausnahme. Nein, Umtausch ausgeschlossen. Nein, das geht nicht. Puh, wie soll ich denn das machen? Entdecken mich da jetzt hier schon. Ja, doch nicht. Das ist der! Mette nieder! Nimm das, du Sack! Ach, nur von denen nicht! Ich hab Löcher gefunden! Ach, nur von denen! Und dann ist es ja, denke ich mal, doch möglich. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit wir reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Typen oder die Leute dich sehen, blase ich das Treffen ab. Mach schon. Na, lass mich doch mal klettern hier. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Letzte Fahrt, die letzte Fahrt. Das wird die beste Fahrt des Abends. Ach, was rede ich denn da? Die beste Fahrt des Jahres. Ihr habt richtig gehört. In unserer Zentrifuge des Todes. Nein, noch diesmal. Noch 15 Minuten. 15 Minuten, bevor wir euch allen gute Nacht sagen. Links. Halt Maul, Mann, ich muss mich konzentrieren. Du wirst es versauen, Mann. Du hast dich auch gesehen. Alles okay. Hey. Ich wüsste, wo ich hin soll? Na, hier nicht. Laber nicht, Mann. Ich schaff das. Ich werd's schaffen. Ja, ein bisschen zurück. Warte, bist du dran? Ja. Na, und? Weiß nicht. In die Toilette rein. Die letzte Chance für den Hauptgewinn, Jungs. Die letzte Chance für den Hauptgewinn hier bei Kranke Zock. 100 Abonnenten. Die letzte Chance. Bitte alle einsteigen. Wir sind wieder am Anfang. Los. Wo sollen wir denn hin? Befreie Kost des Verfolgers in dunklen Ecken. Ach, okay, wir sollen die töten. Ja, wenn sonst nichts weiter ist und dann nicht von Zivilisten gesehen werden. Okay. Verstehe. Warum verfolgst du? Hab ich gar nicht gemacht, ehrlich. Okay, das nennt man also Verhören. Erzähl mir von Victor. Das ist irgend so ein Typ. Ich, bitte, mehr weiß ich nicht. Die letzte Fahrt heute. So. Natürlich. Machen Sie doch bitte die Augen auf. Ganz sicher?
Entschuldigen Sie. Oh, was soll denn das? Ja, mach doch einfach da dein Zeug. Ich mach mal jetzt. Die letzte Fahrt. Ich komme mich nicht durch, aber hier. Ja, das bringt dann ja nichts. Keine dunkle Ecke hier. Oder? Na, so ist das. Mist! Sie sind Fischer! Tun Sie mir nichts! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Dein Chef erfährt das nie. Versprochen. Wie gesagt, solange du kannst du auch versuchen, wie du willst. Verrat mir doch mal, was ihr mit Vic Kost und mir vorhabt. Oh Mist! Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe. Die warten und sind bereit, sie zu holen. Ja, daraus wird wohl nichts mehr. Genau, ich würde keiner mehr. So, kommen wir zum letzten Typ. Oh shit, von hinten. Schaffe ich das? Ne, ne. Schon gut, nichts passiert. Ja, alles gut. Take it easy. Ja. Oh, schön. Autoscooter, aber wird gerade gewartet hier. Oder noch aufgebaut. Bumper. Schade. Okay, warum nicht? Ich hab sie wohl nicht gesehen. Was ist denn das? Weihnachtsmusik. Muss ich machen. Ganz einfach. Wo ist denn das? Vorsichtiger. Die letzte Chance für den Hauptgewinn, Jungs. Hallo? Nee, das haben wir noch hier, ha? Hey! Was sollte das denn? Seien Sie demnächst vorsichtig. Die letzte Chance. Nur keinen Stress, okay? Vorsicht, Sir. Wie lange brauchst du, Typ? Jetzt hab ich den immer so schön hier hinterhergelatscht. Du schuldest mir was. Du darfst es nochmal versuchen, wenn du bezahlst. Läuft nicht. Ich hätte doch vor uns einfach hier rumgehen können, oder? Na, so auf jeden Fall. Na, wäre theoretisch gegangen. Okay, dann warten wir halt ein bisschen. Es ist ja sowieso ein Geduldsspiel hier. Hoppa. Wow, ist ein schönes Würstchen für mich. Ja, ich hole hier die bösen Jungs. Ja. Komm, wir sind im Dunkeln. Das war nämlich ganz schön flink, der Boy. Sind Sie? Oh, Scheiße! Komm nur einmal! Sorry, das geht nicht. Warum beschattet ihr Victor Kost? Kost war ein Köder. Wir wussten, dass er Ihnen helfen würde. Wir sollten Verstärkung rufen, wenn wir Sie sehen. Okay. Dann haben wir doch alle Informationen, die wir brauchen wollen, oder? Vic, ich habe mich um deine Verehrer gekümmert. Es wird einen Moment dauern, bis die Jungs in ihrer Einsatzzentrale kapiert haben, was los ist, und Verstärkung schicken. Wie sieht's aus, Alter? Kennst du dich am Washington Monument aus? Ja. Da waren wir schon bereit. Ich lass dich rein. Okay. Ich würde sagen, so rechts rum, ne? Sauber. Wie kommen wir denn hier durch? Ach da. Du stehst doch schon da, oder was? Amigo. Da bist du, oh Gott, die Tür zumachen, Mensch. Wie sie das gehört. Uns bleibt nicht viel Zeit.
Endlich mal ein bisschen Ausrüstung. Beziehungsweise nur ein Rucksack. Wir besprechen das Nötigste und regeln den Rest am Telefon. Ja, klingt gut. Mhm. Habt ihr deine Lieblingsknarre in die Tasche gepackt? Ist heute der Charlie? Tag? Halt die Klappe, die Zeit drängt. Da drin ist ein tragbarer EMP-Generator, den mir ein Kumpel aus einer Forschungsabteilung des Militärs geliehen hat. Die Tasche selbst ist abgeschirmt. Kannst dein Zeug reinpacken. Sobald du den Knopf drückst, brät alles um dich herum, was Strom verbraucht, durch. Schön. Hast du sonst noch was für mich? In der Tasche ist eine Akte. Hier die Kurzfassung. Es gibt eine Forschungseinrichtung namens White Box. Sie entwickelt fürs Verteidigungsministerium EMP-Technologie. Und? Vor 6 Monaten haben sie plötzlich die Ärsche von Black Arrow als Sicherheitsdienst verpflichtet. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die normalerweise keine Firmen beschützen. Ich glaube, es könnte da... irgendeine Verbindung geben. Bingo. Ist nur eine Vermutung, aber du hast schon für weniger Fifth Freedom erhalten. Also schön. Du solltest langsam verschwinden. Ping mich aus sicherer Entfernung an, dann sprechen wir über White Box, bevor du reingehst. Okay. Pass auf dich auf, Vic. Ulkig, dass gerade du sowas sagst. Was für ein Zünden hat man... Ich hab hier was! Ist Fischers Handschrift! Wie beim Flugplatz! Hab ihn verloren. Wo ist er hin? Ja! Wow. Scheißdreck! Oh Mann, verdammt, was ist hier passiert? Netter Versuch, Arschloch, aber das läuft nicht! Wo ist er hin? Der Kerl ist im Geist. Komm schon, das ist scheiße! Ich weiß, du bist hier! Zeig dich, du blöder Sack! Mist! Hast du das gesehen? Wo ist der Kerl? Mist! Er muss da drüben sein! Das ist für die Jungs vom Flugplatz! Für wie bescheuert hältst du uns? Wir gehen da nicht rein! Da ist Fischer! Das ist kein Gasleck! Ich kann doch kein Haar mehr drücken. Hast nicht die geringste Chance, Fischer! Komm raus! Letzte Fahrt für heute, Fischer! Meine letzte Fahrt. Das war's wohl schon mit EMP-Granaten. Okay. Na klar, mach ich. Wollt noch eh Action hier. Mit dem Scheiß kriegst du mich nicht. Komm raus! Wie lange wirst du nicht noch? Diesmal schießen wir nicht vorbei. Ich auch nicht. Oder hab ich das schon? Hat jemand ein Magazin übrig? Ja, ich. Maybe. Ja, die Granate, ja. Ja, da gibt mir die letzte Kugel, Junge. Was ist so ein Fest ist vorbei, Junge. Das Schützenfest ging gerade los hier, ey. Junge, Junge. Da haben wir nur 2 Granaten oder 3. Beim Flugplatz hast du Schwein gehabt. Jetzt bist du dran. Das muss Fischer sein. Ah, Junge, warum rennt denn der nicht? Yay! Yippie! So schönes. Achtung, es wurde ein Gasleck gemeldet. Zeig mir, wie du das beim Flugplatz gemacht hast, Fischer! Na komm! Dies ist nur zu ihrem Schutz. Da! Erledigt den Schweinehund! Das gibt's doch gar nicht, dass der mich auch sieht. Er ist da drüben! Die wollen das mal kämpfen, das geht doch da gar nicht, Junge. Das sind 10 Mann, Junge. Junge, 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 wie soll das gehen? Links, links, rechts. Ja, zum Auto entkommen. Oh, da geht's hier auch lang. Wir kommen im Auftrag der Stadtwerke, um Ihnen zu helfen, Mr. Fischer. Aha. Wie kommt zu meinem Schutz? Ne, das ist doch voll. Das Gasleck wurde gefunden. Sie können rauskommen.
Aha, ihr seid das Gasleck. Seht ihr mich so? Beim Flugplatz hast du Schwein gehabt. Jetzt bist du. Ey, ich wollte ihn gerade greifen, Junge, den Typen, Mann. Zeig mir, wie du das beim Flugplatz gemacht hast, Fischer. Dahinter ist ja noch einer, muss ich aufpassen. Da hinten. Fuck, Mist! Renn. Scheiße, wir haben hier ein Problem. Nasenfischer nicht überrascht. Ist eher andersrum. Bist du nur abgehauen, um zum Rummel zu gehen? Ja. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm schon, ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich! Wir kommen im Auftrag der Stadtwerke, um ihn zu helfen. Komm ich hier auch wieder? Ja. Das Gasleck wurde gefunden. Die das können nicht rauskommen. Das suchen. Einer dieser Touristen könnte ins Kreuz. Oh mein Gott. Hey, sag mal, war da was? Beim Flugplatz hast du Schwein gehabt. Also vorne hätte ich den alleine töten können, ne? Scheint ruhig zu sein. Seid wachsam und bleibt über Funk in Kontakt. Zeig mir, wie du das beim Flugplatz gemacht hast. Warum habe ich den keinen so nah geweht? Warum steht ihr wieder zusammen? Mann! Gib auf! Du kannst dich nicht ewig von mir verstecken! Bist du nur abgehauen, um zum Rummel zu gehen? Das darf ja wohl nicht wahr sein! Vorsicht! Vielleicht schleicht er sich an uns ran! Los, wir kommen im Auftrag der Stadtwerke, so um ihm zu helfen, Mr. Fischer! Nicht. Wo sind sie? Irgendwann macht er einen Fehler. Das Gasleck wurde gefunden! Sie können rauskommen! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Gib auf, bevor irgendein Penner verletzt wird. Beim Flugplatz hast du Schwein gehabt. Jetzt bist du dran. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ei, ei, ei. Komme ich nicht irgendwie. Bist du nur abgehauen, um zum Rummel zu gehen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, weil die das Auto da so platziert haben. Um ihnen zu helfen, Mr. Fischer. Das heißt, hier komme ich nur mit einer Granate raus, aber der Typ ist halt auch noch gefährlich. Na, kann man wenigstens drei markieren, nicht nur zwei. Ah, ich hätte glaube ich eher rübergehen müssen, weil der guckt ja. Ihr könnt ja einfach so rumballern, was habt ihr vor uns gemacht, ne? Das war noch einer. Oh ne, der zischt ab. Ist gut. Das Gasleck wurde gefunden. Sie können rauskommen. Ah! Das hat mir gerade noch gefehlt. Mist, das muss Fischer gewesen sein. Lasst uns nicht die gleichen Fehler wie beim Flugplatz machen. Oh Mist, weiß zwar nicht, wer das war, aber wenn wir ihn finden, ist er tot. Halte die Augen dieses auf. Schwein. Renn doch. Hab ihn gefunden. Ah, ja. Du bist ein alter Mann, Fischer. Oh, ich war fast da. Das will ich jetzt aber noch schaffen, also. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der Speicherpunkt? Okay, hiermit bin ich zufrieden. Naja, das war nichts. Ja, Kugeln sind das. Kugeln, Junge. Okay, es geht also nicht direkt, weil der Typ muss erst da seine ein Stück Runde gehen oder whatever. Ja.
Die haben das schon alles gut platziert. Jetzt kommt er da hinten. Ja, dort ist er. 10 Meter weiter nach Norden. Was? Wo geht der Glasbruch, Junge? Tschüss. Na, das hatte ich aber vorhin auch nicht. Uns auf dem Laufenden. Oh nein! Bleib wachsam, Leute. Er ist tot. Scheiße. Was ist hier passiert? Scheiße. Wer das getan hat, muss doch. Mist, dieses Schwein! Ich hab hier was. Ist Fischers Handschrift. Das ist Fischer. Oh, Mist, das ist für die Jungs vom Flugplatz. Scheiße. Oh. Mist! Mach ihn wieder! Er hat mal ein bisschen Peng gemacht halt, ne? War halt mal so. Oh, du legst dich mal schlafen, mein Freund. Ja, guck mal. Bestätigt, wir warten. Verdammt! An alle, sicherstellen. Oh, Scheiße! Oh Mann, Scheiße! Da falle ich nicht drauf Verdammt. Rein! Hast du gehört? Du musst ja. Oh, das ist Scheiße, ich weiß, du bist hier. Zeig dich, du blöder Sack. Scheiße ist das. Oh. Scheiße, dass ihr so viel Wache schiebt hier, ey. War ein Unfall, ja? Lass mich nicht nach dir suchen. Einer dieser Touristen könnte in den Fall geraten. Es war nur ein Unfall. Hey, hier bin ich. Los, hol mich. Oh Gott, hör auf, dich wie ein Feigling zu verstecken. Ich werde den Typen finden und dann bezahlt er dafür. Das schwöre ich dir. Okay, was kostet denn hier ein Ticket? Nichts bezahlen, frage ich. Doch, für eine Freundin. Gib auf! Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken! Nee, du auch nicht vor mir. Einfach mal schön stehen, Junge. Du bist zu weit weg. Ich hab nicht so gute Kugeln. Ja, die machen nur Auge, Junge. Aha, weil man könnte sich bewegen oder was? Komm schon, das ist scheiße. Ich weiß, du bist hier. Zeig mir, ah. Blöde Scheiße ist das, ne? Cool bleiben. Ey. Ihr wolltet doch mit mir spielen, oder? Oder habt ihr keinen Bock? Lass mich nicht nach dir suchen. Einer dieser Touristen könnte ins Kreuzfeuer geraten. Was? Ah, Mist! Das ist er! Feuer! Oh, ab hier jetzt. Tschüss. Geh doch! 27 Stunden später. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab ich wohl nie wirklich gekannt. Nein.
Und du kennst mich auch immer noch nicht. Mein Gott, bist du böse. Ja, nicht, du machst das für das Geld. Als Sam kam und mich um Hilfe bat, konnte ich nicht Nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wolf. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel Whiteboxen. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein. Auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte, ihm reichte eine. So, meine Freunde, ich würde sagen, das reicht aber langsam hier, ihr Nachtgespenster. Wir haben jetzt hier genug mit der Folge aufgenommen. 41 Minuten, das ist ja schon fast viel zu lange. So lange wollte ich ja gar nicht. Na? Ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer gerade bei euch ist. War schön auf jeden Fall. Folge hat auch Spaß gemacht. Wobei mir das auf dem Rummel natürlich mehr gefallen hat. Also, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal raus. Ciao.